Die sind jetzt losmarschiert, schwarzen Fahnen getragen, Transparente getragen. Vier Trommler eröffnen den Zug in der ersten Reihe der Demonstranten, der DGB-Vorsitzende Richter und der Vorsitzende der IG Bergbau, Guter Mut. Wir Bergarbeiter haben nicht unter Hunger und Leid die deutsche Wirtschaft aufgebaut, um den Anteilseignern Dividende zu ermöglichen und selbst in Elend und Not zu leben. Und dann folgen dicht aufgeschlossen in Viererreihen die Bergleute, die heute aus dem gesamten Revier in einer Sternfahrt nach Bonn gekommen sind. Herwig Kaspar aus Gelsenkirchen war 1959 in Bonn dabei und erinnerte sich später daran, wie alles anfing. Der Einbruch kam im Grunde für den einfachen Bergbau aus heiterem Himmel. Ende der 1950er Jahre fallen die Schutzzölle auf Erdöl weg. Gleichzeitig wird der vorher staatlich festgesetzte Preis für die Steinkohle freigegeben. Mit billigem Öl und billiger Kohle aus dem Ausland können die Zechen im Ruhrgebiet nicht mithalten. 15 Millionen Tonnen Kohle und Koks türmen sich heute zu Bergen und verwandeln das Antlitz des Ruhrgebietes. Ein Zehntel der Jahresproduktion wird auf Halde gekippt. Und 1958 im Februar waren die ersten Feierschichten. Eine Feierschicht bedeutete praktisch 5% weniger Lohn. Doch bei der Kurzarbeit soll es nicht bleiben. Die Zechengesellschaften wollen 100.000 Arbeitsplätze abbauen. Kündigungsschreiben im Bergbau. Auch hier bei der Harpener Bergbau AG haben 400 meist ältere Bergleute, 58, 59 Jahre alt, dieses Schreiben erhalten. Die Kumpels haben gesagt, wir müssen was machen. Die Gewerkschaft hat sich der Sache angenommen. Und das hat letzten Endes zu diesem riesigen Protestmarsch oder Zug geführt, dass wir eben nach Bonn gefahren sind. Und wenn ich einmal mir die Demonstranten ansehe, es ist eine endlose Kette, die hier den Frankenplatz verlässt, dann muss ich sagen, dass jedenfalls also hier am heutigen Morgen und am Beginn von einer radikalen Stimmung durchaus nicht die Rede sein kann. Am Vorabend der Demonstration hat sich Wirtschaftsminister Erhard mit den Gewerkschaftlern getroffen und ein Hilfsprogramm für die Ruhrkohle versprochen. Protestiert wird trotzdem. Sagen Sie mir bitte zunächst, woher Sie kommen. Aus Wattenscheid. Ja, und was versprechen Sie sich von diesem Protestmarsch durch Bonn? Vor allen Dingen wollen wir wissen, welche Zechen mal stillgelegt werden, damit wir auch wissen, wo wir dran sind. Ja, ich bin dafür, dass wir noch mehr demonstrieren und dass das endlich aufhört. Denn wir sind verheiratet, wir müssen ja für unsere Familie sorgen. Nach dem Marsch auf Bonn sieht das nach einem Sieg der Gewerkschaften aus. Die Bergleute bekamen danach so eine Entschädigung für diese Feierschichten. Und Unterstützung für die Entlassenen. Aber die Talfahrt hat damals angefangen und hat nicht aufgehört. Die letzte deutsche Steinkohle ist 2018 bei einer Abschlussveranstaltung symbolisch am Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben worden.